Matthäus Kapitel 3 beginnt damit, dass Johannes der Täufer vorgestellt wird und als zweites wird Jesus getauft. Und diese Geschichte habe ich euch auch wieder als Bibelcartoon mitgebracht. Das ist Johannes. Johannes lebte vor etwa 2000 Jahren. Gott hatte ihm aufgetragen, in der Wüste zu leben und dort zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen. Er forderte die Leute, die zu ihm kamen, auf, ihr Leben zu ändern. Als Zeichen dafür tauchte er die Leute im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Und Johannes wurde deshalb Johannes der Täufer genannt. Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes erkannte, dass Jesus Gottes Sohn war und sagte deshalb zu den Leuten, die bei ihm waren, »Das ist der Mann, von dem ich euch schon erzählt habe, einer, der nach mir kommen wird und größer ist als ich, der von Gott Gesandte, der einmal für die Schuld aller Menschen bezahlen wird.« Johannes wollte Jesus erst gar nicht taufen. »Du müsstest mich taufen«, sagte er. Jesus machte ihm aber klar, dass es wichtig für ihn sei, diesen Schritt zu machen, also taufte Johannes Jesus. Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, kam eine Taube geflogen und landete auf Jesus. Das war ein Zeichen dafür, dass Gottes Heiliger Geist auf Jesus kam, der ihn von da an begleitete und führte. Gleichzeitig sprach eine Stimme aus dem Himmel: »Das ist mein Sohn, den ich liebe und von dem ich begeistert bin.« Jesus war etwa 30 Jahre alt, als das alles geschah.